Weißt du, Mori, ich feiere dich ja. Ich feiere da den Content, den du mit mir vor allem als Figur ja machst in den ganzen Shorts, ne? Aber das, was du aktuell machst, du bringst kein Video raus. Du sagst, ja, Leute, Entschuldigung, dass die Woche kein Video kam. Nächste Woche auf jeden Fall wieder. Zwei Stück, ich schwör's euch, Leute. Ja, und dann kommt nichts. Dann kommt nichts. Du machst nichts. Was soll die Scheiße eigentlich? Du könntest dich einfach hinsetzen, die ganzen Shorts nehmen und in ein Video packen und ein Best-of schneiden. Ich verstehe dein Problem nicht. Mach das doch einfach, hey. I don't get it. Weißt du was, Tom? Du hast verdammt nochmal recht. Du hast verdammt nochmal recht. Ich bin so ein Nichtmacher. So eine Scheiße. Nee, ich mach das jetzt. Ich setz mich hin und ich mach das. Ich sag's dir. Morgen kommt das Video raus. Let's go. Ich setz mich direkt dran. So will ich das sehen. So, und jetzt enjoyt das Video. Yo, meine Burbs. Willkommen zum ersten Best-of auf diesem Channel. Ich habe mir gedacht, ich schneide mal meine ganzen Schüler-Shorts bzw. TikToks zusammen und pack dir ein kleines Best-of. Und ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Erstmal danke für den ganzen Support auf den ganzen Shorts. Jeden Tag. Vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr keinen Content mehr verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Channel und schaut unbedingt mal auf Twitch vorbei. Da streame ich nämlich viermal die Woche, nämlich Montag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Würde mich freuen, euch mal im Chat zu sehen. Haut rein, Leute, und viel Spaß. Bye, bye. Juwi, doppelte Schülernamen. Moin, ich bin Herr Sackgesicht und ab heute werde ich euch unterrichten. Und ich würde sagen, um euch ein bisschen besser kennenzulernen, gehen wir mal direkt die Anwesenheitsliste durch. So, fangen wir mal an. Max, anwesend, anwesend. Ah, oh, zwei von euch. Ja, okay, muss ich mir merken. Welchen meinen Sie denn? Müller. Ja, ich bin da. Perfekt, du bist dann Max M. Perfekt. Alles klar. Dann haben wir hier, David. Yo, ja, ich bin da. Oh, nochmal zwei. Ah, okay. David Ligma Balls. What the hell? Ja, das ist mein Name. Okay, dann bist du David L. Alles klar. So, und Tim. Ja, das bin ich. Ah, schön. Diesmal nur einer. Alles klärchen. Ja, herein. Entschuldigung für die Verspätung. Okay, und dein Name ist? Ah, mein Name ist Tim. Tim. Aha. Nee, ich verpiss mich. So, ihr bekommt dann einmal eure Tests zurück. Bitte, einmal für dich, Tom. Oh, fuck, schon wieder eine 5. Hahaha. Junge, du bist so ein Opfer, Alter. Holy shit. Aber du hast doch... Nee, sei ruhig. Mit so einem Opfer wie dir red ich nicht. Nee, ist unter meiner Würde, Mann. Auf gar keinen Fall. Bro, hör mir zu. Du hast doch bei mir abgeschrieben. Oh mein Gott. Nee, oder? Ja, Timo und Tom, bitte nach der Stunde erstmal hier bleiben. Wir müssen was Kleines besprechen. Ihr wisst Bescheid, ne? Alter, nicht schon wieder. So, mein Lieber, wo siehst du dich denn? Ich habe das alles mal ausgerechnet und ich brauche wirklich nur eine 5. Ja, und dann bin ich weiter. Ich habe in jedem Fach, stehe ich mindestens auf einer 3. Und ich habe mir das ganze Jahr über wirklich so viel Mühe gegeben. Und ich würde sie wirklich bitten, ein Auge zuzudrücken und mir die 5 zu geben. Aha, ja. Okay, sehr, okay, sehr interessant. Ja, also du stehst tatsächlich zwischen einer 5 und einer 6. Ist jetzt nicht die beste Leistung, ne? Da geht auf jeden Fall mehr. Und gerade, weil ich so sehe, dass du das besser kannst, würde ich sagen, wiederhol das Jahr am besten einfach nochmal und versuch vielleicht das nächste Mal einfach dich ein bisschen mehr anzustrengen und Mathe zu genießen, weil das ist nämlich das beste Fach in der Schule, das weißt du ja ganz genau, ne? aber das können sie doch nicht machen. Ich habe mir schon Pläne gemacht, dass das zerplatzt gerade alles, das können sie nicht machen, bitte. Ja, nee, das tut mir echt leid, aber da kann ich leider nichts machen. Da sind mir die Hände quasi gebunden, weißt du? Mathe ist fürs Leben, Mathe braucht man, weißt du Bescheid, ne? So, ihr Lieben, heute kriegt ihr eure Vokabeltests zurück und ich muss sagen, das ist sehr, sehr gut gelaufen. 15 von euch haben eine 1 plus. Nur Tom hat eine 1. Aber das ist ja auch egal. Hä? Okay, warum sagt er das jetzt laut? Egal, 1 ist trotzdem gut. So, dann teile ich mal die Tests aus. So, was habe ich denn falsch? Was? Was hat er mir denn angestrichen? Rennen, run. Hä, war das doch richtig. Timo, was hast denn du da bei Vokabel 16? Bei Rennen? Also ich habe da Sprint geschrieben. Sprint? Aber das ist doch basically dasselbe. Herr Sackgesicht, können Sie mal bitte herkommen? Ich glaube, Sie haben da einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht? Das glaube ich jetzt nicht, aber zeig mal. Ja, hier bei Vokabel 16, bei Rennen. Ich habe run geschrieben, aber das ist doch richtig. Ja, da wollte ich tatsächlich Sprint haben. Ne, das ist schon richtig. Deswegen habe ich dir da nur, einen halben Punkt gegeben. Wahrscheinlich wusste das jeder außer mir. Ist ja wieder klar, natürlich. So, dann kontrollieren wir mal die Hausaufgaben. Wer hat sie denn nicht gemacht? Tobi, Tom und Tim? Also von den beiden hätte ich es ja irgendwo noch erwartet, aber von dir? Ja, okay, egal. Was sind denn eure Ausreden? Ja, ich bin ehrlich, ich hatte einfach gar keinen Bock da drauf. Also wenigstens bist du ehrlich. Aber ich rufe trotzdem deine Eltern an.
Ja, also die hat mein Hund gegessen. Okay. Ja, okay, meine Katze hat die zerkratzt. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja, okay, ich war gestern einfach viel zu müde. Ich hab's dann nicht mehr hinbekommen. Es tut mir wirklich leid. Alles gut. Sag's beim nächsten Mal einfach gleich. Ich musste jetzt leider trotzdem Strich geben. Aber sowas kann ja einfach mal passieren, ne? So, die Hausaufgaben waren da. Ich schwör's ihnen, die waren wirklich da. Ich weiß nicht, wo die hingekommen sind. Ich hab die wahrscheinlich vergessen einzupacken oder so. Ich hab die wirklich gemacht. Sie kennen mich doch. Tim, du bist wie ein Sohn für mich. Und das tut mir mehr weh als dir, ja? Aber ich muss dir leider einen Strich geben. Oh, nö. So, Leute, dann fangen wir mal mit der Klausur an. Ich sag's euch schon mal vorab, ihr werdet so auseinandergenommen. Oh mein Gott, ist das schwer. Ach du Scheiße. Wäre schon nice, wenn ich mir ein paar wohlwollende Klänge anmache und jetzt einfach schlafe, oder? Und ihr macht dann einfach währenddessen die Kursarbeit zusammen in der Gruppe. Oh, weckt mich, wenn die Stunde vorbei ist. Ich schlafe, Leute, ich schlafe, okay? So ein verdammter Ehrenmann. POV, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Okay, die Stunde ist fast zu Ende und wir haben die Hausaufgaben noch nicht besprochen. Let's go. Herr Sackgesicht, haben Sie nicht etwas Wichtiges vergessen? Sollten nicht eigentlich heute die Hausaufgaben eingesammelt werden und sogar benotet werden? Ah, Tobi, du bist wie der Sohn, den ich nie hatte. Ach, du bist so toll. Vielen Dank, mein Lieber. Ach, immer wieder gerne. Sie wissen doch, nur die Harten kommen in den Garten. Nicht? Oder wie ich immer sage, nur die 1 plus ist eine wahre 1, richtig? So, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal bei Tom an. Na, Tom, was ist diesmal deine Ausrede? Also mein Hund und meine Katze, die haben sich darum gestritten, wer die Hausaufgaben essen darf. Und dann hat mein Hund gewonnen und deswegen habe ich sie nicht dabei. Ah, wie ich mir es schon gedacht hatte. Na, ja. Sätzen 6.